Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Wir haben herausgefunden, wo Johnson sein Spind hat. Das müsste Spind Nummer 7 sein. Diese Tür ist massiv und das Schloss ziemlich antik. Jeder Spind hat ein anderes Schloss. Die Chance auf die Schnelle, einen bestimmten Schlüssel zu finden, ist praktisch gleich null. Ich werde Gewalt anwenden müssen. Vielleicht sollte ich das Schloss sprengen? Okay, wir haben den Plan, das Schloss zu sprengen. Die Frage ist, wie können wir ein Schloss sprengen? Wie können wir ein Schloss sprengen? Was haben wir dabei? Was können wir denn machen? Wir haben Patronen. Oh, und wir haben einen Nussknacker. Schießpulver. Haha! Schießpulver ins Schloss. Diese Tür ist massiv und das Schloss ziemlich antik. Okay, wir müssen das wohl irgendwie verdichten oder etwas ähnliches. Und Förmchen? Nein. Ich habe es. Ich werde zwei Heißluftballons machen. Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwelenhaus und außen gespannt hat. Andernfalls wird er auf diesem Weg entkommen. Schnell, die Zeit drängt. Okay. Das war jetzt eigentlich eher ein Versehen, aber gut. Okay. Bin noch gespannt. Was kann ich mit einem Haufen Schießpulver machen? Also an sich hätte ich gesagt, wir stopfen das hier in dieses Schloss. Diese Tür ist massiv und das... Ja, macht er nicht. Bräuchte vielleicht noch einen Behälter? Kann das sein? Irgendein Massiv, das wir da reinstopfen könnten? Wäre eine Option. Zettel haben wir hier keine mehr. Schießpulver. Also einfach ins Schloss packen oder bin ich am falschen Schloss gewesen? Nee, war richtig. 7, wir hatten 6 rausgesucht. 7 sollte passen. Hm. Er hatte nichts dabei. Vielleicht der Kirkpatrick, den wir gesehen haben. Auf dem ich schon rumgetrampelt bin. Außer seinen grün bemalten Fingern, die uns da wahrscheinlich den Hinweis gegeben haben, welches sein Spind ist, können wir ihm leider auch nichts abgewinnen. Der Wachmann am Eingang. Vielleicht hat er noch was. Ansonsten vielleicht noch die Waffenkammer. Aber ich habe keinen Schlüssel. Oder der Koch. Der könnte auch noch was haben, was mir weiterhilft. Diese Handfeuerwaffe wurde ins Wasser. Ja, die wurde ins Wasser getaucht. Er ist am Leben und scheint nicht verletzt zu sein. Dieser Mann wurde sicher ein starkes Schlafmittel verabreicht. Es gibt keinen Zweifel mehr. Lupin ist hier und es ist keine Frage, was er hier stehlen will. Was ist sein Plan? Ich muss den Oberwärter Smith finden und ihn so schnell wie möglich informieren. Ja, das war wahrscheinlich eine Information, die wir schon mal hätten haben sollen oder schon mal bekommen haben. Ich bin mir nicht sicher. Nun gut, wir versuchen unser Glück hier oben. Das war weniger glücklich. Dann... Geschlossen. Geschlossen. Das habe ich mir gedacht. War vorhin schon geschlossen. Also mir fehlt noch einiges. Wir haben ja herausgefunden, wir brauchen 2 Heißluftballons, mit denen er unseren Widersacher Lupin aufhalten will. 2 Heißluftballons. Einen haben wir so mehr oder weniger zusammengeknüppelt oder irgendwie hergerichtet. Aber das ist nur einer. Oh, halt. Da fällt mir ein, wenn wir schon dabei sind, das mit dem verbinden. Na gut, das geht nicht. So als Korb, der drunter festgemacht. Egal.
Sicher ein Geschenk für ein Kind. Rollschuhe. Rollschuhe, ja, die helfen uns aber nicht weiter, genauso wenig wie die zu kleine Jacke. Und der Plan mit den Heißluftballons. Ich schaue nochmal beim Koch vorbei. Also, da wurde jemand niedergeknüppelt. Und Richtung geschlossen. Lagerhaus gezerrt. Und optional ist es ja nur noch, dass hier irgendwas noch rumliegt, was ich nicht mitgenommen habe bis jetzt. Sieht aber nicht so aus. Aber ich brauche irgendein Gefäß. Oder eine Lunte. Oh Gott. Oh nein. Nein. Alles klar. Wahrscheinlich können wir es jetzt hier in dieses Schloss reinpappen. Ich werde nur genug Schießpulver haben, um einen Spind aufzusprengen. Ich muss sicher sein, welchen. Ja, das haben wir festgestellt. Wir zünden das Ganze jetzt an. Iek. Uff. Ein bisschen mehr als Buff. Offen. Dieser Schafsmagen ist frisch und weich. Vielleicht ist er für den Koch gedacht, damit er ein spezielles Gericht zubereitet. Nicht appetitanregend, aber ich nehme ihn trotzdem. Und der das Schlüssel. Muss der Schlüssel zum Lagerraum sein. Großartig. Wir haben einen Schlüssel zum Lagerraum. Und wisst ihr, was das heißt? Wir laufen den halben Weg wieder zurück. So, das heißt es. Schlüssel. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Schafsmagen machen können. Vielleicht wird das irgendwie so der Überzug für unseren zweiten Heißluftballon. Ich will es nicht ausschließen. Weil es schön weich ist, wie er sagte. Hier ist auch nichts. Oh, da, Smith. Smith sieht bewusstlos aus. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu wecken? Ich tendiere dazu, kaltes, nasses Wasser. Gut, nass ist das Wasser meistens. Wasser. Oh ja, das geht. Smith sieht bewusstlos aus. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu wecken? Man muss das Wasser auch aktivieren. Das ist es. Hickman ist allmählich eingeschlafen. Möglicherweise unter dem Einfluss eines starken Betäubungsmittels. Die Abdrücke auf dem Boden vor dem Lagerraum haben mich darauf gebracht, dass Smith bewusstlos geschlagen und nicht betäubt wurde. So war nur ein bisschen kaltes Wasser nötig, um ihn zu wecken. Smith, wachen Sie auf! Hören Sie mich, Smith? Ich bin's, Holmes! Mein Kopf! Was ist los? Was mache ich hier? Mr. Holmes! Wo ist der Doktor? Smith, reißen Sie sich zusammen und kommen Sie her. Können Sie die Gittertür öffnen? Mein Schlüsselbund ist weg. Nein, ich kann das Gitter nicht öffnen. Nach Ihrem Besuch neulich hat der Koch das Schloss austauschen lassen. Jetzt braucht man einen Schlüssel. Gut, dann brauche ich Ihre Hilfe. Wir müssen Sie irgendwie da herausbekommen. Schildern Sie mir bitte exakt, was sich in der Nacht zugetragen hat. Und welchen Doktor haben Sie gemeint? Also, am Nachmittag bekamen die Männer auf dem Wehrgang heftige Magenschmerzen. Muss am Mittagessen gelegen haben. Ich vertrage keine Tomaten, darum habe ich nichts angerührt. Und mir ging es gut. Unser Hausarzt war nicht da, darum habe ich einen anderen Arzt gerufen. Dr. Sanin. Er ist noch nicht lange hier, aber ich habe nur Gutes über ihn gehört. Als er den ersten Mann untersuchte, wirkte er beunruhigt und bestand darauf, allen eine Spritze zu geben. Wir haben alle Wächter untersucht
und er hat alle behandelt. Hickman war der Letzte. Der Doktor war verärgert, weil er nicht genug Medizin für eine volle Dosis dabei hatte. Aber er meinte, es würde reichen. Dann fragte er, ob wir alle Männer der Garnison untersucht hätten, was der Fall war. Er bat mich, ihn zum Tor zu begleiten, und kaum hatte ich mich umgedreht, spürte ich einen scharfen Schmerz im Nacken. Danach weiß ich nichts mehr. Wer verbirgt sich hinter Dr. Paul Cernin? Das ist natürlich Arsène Lupin. Ich fange an zu verstehen. Welches Medikament hat er verabreicht? Ich weiß nicht. Eine leere Fiole fiel in eine Pfütze und ich habe sie aufgehoben. Das Etikett ist beschädigt und das Wasser wird alle Reste der Substanz herausgespült haben. Unmöglich zu sagen, was es war. Aber was tun Sie hier? Können Sie mir erklären, was hier vor sich geht? Ich nehme an, auch die Wächter der Kronjuwelen wurden behandelt? Ja, und der einzige Schlüssel zu diesem Raum ist der an meinem Bund. Ich muss sie hier herausschaffen. Gibt es noch einen Schlüssel für die Gittertür? Beim Koch. Aber der ist nicht da. Aber es gibt noch einen Ersatzschlüssel für das Wächterzimmer, der nicht an meinem Bund war. Vielleicht finden Sie dort etwas, um mich hier herauszuholen. Oder Sie erwischen denjenigen, der für all das verantwortlich ist. Okay, wir haben einen Ersatzschlüssel, nur keinen hierfür. Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt und ich kann es nicht mehr öffnen. Auch nicht mit diesem Schlüssel, logischerweise. Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt und ich kann... Okay, können wir mit ihm noch plaudern? Holen Sie mich hier raus, Holmes. Nur wie? Oh ja, stimmt. Wir können ja durch die Tür teleportieren. Und woher weiß ich, dass das der Hickman ist? Naja, ich habe es so erraten, indem ich einfach rumprobiert hatte. Aber vielleicht hätte man es doch rausgefunden, wenn man ordentlich aufgepasst hätte. So. Zu welcher Tür ist dieser Schlüssel genau? Schlüssel zur Waffenkammer. Ganz wichtig. Waffenkammer. Nicht zu diesem Turm, sondern hierfür. Ach, Bilder. Entschuldigung. Ich konzentriere mich jetzt. Versprochen. Zumindest ein bisschen. Oh. Was haben wir hier? Diese Flüssigkeit hat einen starken Geruch. Sicher ein Benzinderivativ, um Metall einzuölen oder zu reinigen. Es ist nicht viel übrig, gerade genug, um einen Lappen zu befeuchten. Okay. Diese Schüssel ist leer, aber es könnte funktionieren. Okay. Sind wir da? Vielleicht kann ich etwas Nützliches in dieser Kiste finden, aber sie ist verschlossen. Ein Schlüsselparadies. Und jeder Schlüssel ist anders. Sehr schön. Gut. Wir schauen trotzdem nochmal. Nein, der Schlüssel ist aufgebraucht. Großartig. Oha. Kleine, trockene Stückchen Holz. Yay. Wofür auch immer ich die jetzt gebrauchen kann. Dies hat dazu gedient, genau die Menge Pulver aufzubewahren, die erforderlich ist, um die Kanone zu laden. Ja, dann einfach voll machen. Der innere Durchmesser dieser Kanone beträgt ungefähr 6,5 cm. 6,5, das sind 6,35. Alles klar. Rundungsfehler, Ungenauigkeiten sind ja für solch ein Geschäft immer ganz angebracht. Dieser Helmhalter ist recht außergewöhnlich, stabil und sehr leicht. Vielleicht kann ich etwas Nützliches in dieser Kiste finden, aber sie ist verschlossen. Okay, was haben wir bis jetzt gefunden? Schauen wir mal durch. Wir haben diesen Schafsmagen und wir haben dieses lustige Gestell. Es könnte wieder wie mit dem Lampenschirm funktionieren. Oh ja. Ja, das... Jetzt muss ich etwas Treibstoff für meine Heißluftballons finden. Öl.
Nein. Holzspänchen, sehr schön. Können wir die nochmal befeuchten? Ja, ging. Ich hätte gern ein Seil, um die zu verbinden. Okay. Der ist nah dran. Irgendwas fehlt bei der Idee. Oh, hier ist offen. Oha. Der Wärter muss diesen Schlüssel verloren haben, als er hingefallen ist. Wofür könnte er sein? Na, vielleicht für den Smith. Wenn ich dem Namensschild auf dieser Uniform Glauben schenken darf, heißt dieser Wärter Summerby. Offensichtlich hat sich der Doktor, Dr. Lupin, auch um ihn gekümmert. Summerby, okay. Das ist die Tür zum Juwelenhaus der Königin und sie ist ziemlich massiv. War das Geräusch einer Säge hinter der Tür? Lupin könnte sein Werk jeden Moment vollenden. Ich muss mich beeilen. Okay, das habe ich verstanden. Beeilen ist immer gut. Also in erster Linie sollten wir dafür halt, ein Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Schlüssel heißt immer Schloss probieren. Oha, sehr gut. Das könnte noch nützlich sein. Ein Schraubendreher. Das könnte noch nützlich sein. Eine Feile. An was können wir rumfeilen? Der innere Durchmesser. Oh, innerer Durchmesser. Wisst ihr noch, was wir gelernt haben? Hier. Innerer Durchmesser. Kaliber 65. Ist nicht wahr. Wir haben hier 63,5. Kaliber 63,5. Na toll. Unsere Kanone ist natürlich wieder nicht dabei. Mann. Ja, Kaliber 60 oder Kaliber 65. Mit zu viel springen wir uns in die Luft. Bei zu wenig passiert nichts. Eine kleine Marinekanone in perfektem Zustand. Es fehlen nur die Räder. Und wir brauchen Räder, so wie es aussieht. Dieser Teil ist der mittelalterlichen Jagd gewidmet. Ist hier sonst noch was? Glaube eher nicht. Au, oh, Pfeile! Ach ja, genau. Wir können ja den Schlüssel nicht finden, der Koch ist nicht da. Aber wir haben eine Pfeile. Und der gute Smith könnte sich aus dem Gefängnis heraus feilen. Hat ja eh nichts anderes zu tun. Und bis dahin... Ja, ne? Hätte auch einen kürzeren Weg nehmen können, aber das wäre einfach und das kann jeder. So. Schnell mal öffnen. Hier, mein Freund. Hier, ich konnte nur diese Pfeile finden. Kann man auch ohne Schlüssel ins Juwelenhaus gelangen? Nein, nicht ohne Kanone. Dann muss ich mir eine besorgen. Das ist gewiss ein Scherz. In solch ernsten Angelegenheiten pflege ich nicht zu scherzen. Solche Dinge sind in der Waffenkammer, oben neben der Treppe zum Weißen Turm, dem Hauptturm. Der Zweitschlüssel befindet sich in einem der Dienstgebäude. Aber es wäre zu kompliziert, Ihnen zu erklären, wie Sie ihn finden. Bitte befreien Sie sich so schnell Sie können. Suchen Sie den Schlüssel und öffnen Sie mir die Tür zur Waffenkammer. Ich stoße dort zu Ihnen. Ist das Ihr Schal dort? Würden Sie ihn mir reichen? Den hat meine Tochter mir gerade erst gestrickt. Bitten Sie sie um einen neuen. Denn bevor wir ins Juwelenhaus gehen, muss ich Lupin den Rückweg versperren.
Okay, das bedeutet, wir haben einen Schal. Ich muss die Heißluftballons in der exakten Reihenfolge loslassen. Oh, ja. Easy. So, ach ja, wir können hier einfach... Ich lerne das nie bei dieser Tür. Hier können wir einfach rausgehen. So, wo war das Seil? Das war vorne raus links. Glaube ich. Genau, hier durch und da ist das Seil. Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwelenhaus und außen gespannt hat. Andernfalls wird er auf diesem Weg entkommen. Schnell, die Zeit drängt. Ja, ich bin ja schon dabei. So, wir zünden das Ganze an. Ich werde meine Ballons entzünden, sobald ich sie losgelassen habe. Aufgepasst, sie sind unterwegs. Ob das reicht? Das Seil muss ein wenig beschädigt worden sein, da es keine schwere Last mehr tragen kann. Mal sehen, ob Smith es geschafft hat, herauszukommen und den Schlüssel zur Waffenkammer zu finden. Ja, genau. Waffenkammer. Das ist gut. Einfach umdrehen und schon sind wir da. Er aber noch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen in der Zeit. Ich weiß noch nicht mal, ob er sich wirklich hat rausfeilen können. Ja, ne? Das ist die Tür zum Juwel. Diese Kanone ist sehr schwer, aber ich werde sie schieben können. Ich muss einen Weg finden, sie vor die Tür des Juwelenhauses der Königin zu schieben. Okay. Wofür haben wir den Schraubenzieher? Und das Fläschchen? Irgendwo. Genau, er hat uns doch gesagt, jetzt geht's nach innen. In den inneren Turm. Oh ja, klasse, da wollte ich schon die ganze Zeit hin. Da freue ich mich jetzt drauf. Ich bin mal gespannt, was wir da alles sehen können. Uiuiui. So. Da vorne ist es. Und ich vermute mal, wir kriegen da unser Schießpulver her, das wir abmischen müssen. Und ich vermute, kriegen wir auch eine Kanonenkugel hin, her. Ich habe so schnell gemacht, wie ich konnte. Doch meine alten Arme haben vor Anstrengung gezittert. Während ich mich um den Räuber kümmere, müssen Sie zum Big Ben gehen und dort einen Polizeibeamten auftreiben. Denn ich glaube, sonst ist in ganz London keiner zu finden. Aber was wollen die dort? Dafür sorgen, dass die Uhr nicht geklaut wird. In der Zwischenzeit. Genug jetzt. Es reicht. Herr Premierminister, ich... Wo bleibt er denn, dieser Lupin? Glaubt er, ich hätte nichts Besseres zu tun? Ich habe gerade die Runde gemacht. Sie werden es nicht glauben. Doch da ist eine ganze Bande von Reportern. Da unten. Also, das ist der Gipfel. Kaum verwunderlich. Die Hälfte der Polizei ganz Londons steht sich seit 8 Stunden vor dem Big Ben die Beine in den Bauch. Das musste ja auffallen. Reporter, eine Menschenmenge. Aber natürlich. Was jetzt, Doktor? Inspektor, überprüfen Sie die Reporter. Lupin hat sich schon einmal als Reporter ausgegeben und gewiss hat er sie alarmiert, um ein Ablenkungsmanöver zu starten und sich hineinzuschleichen. Klug kombiniert, Doktor. Endlich kommt die Sache in Bewegung. Lupin hat sich schon einmal als Reporter getarnt, sagen Sie? Wann war das, Doktor? Ah, also, ich, Ja, Doktor, jetzt haben Sie ein Problem. Erklären Sie sich. Ich
könnte mich hier auch noch kurz verewigen. Ne? Ja, so. Diese dicke Decke könnte eine sehr schwere Last tragen. Okay. Vermutlich setzen wir die Kanone auf die Decke und ziehen dann die Kanone mit der Decke vor die Tür. Merkwürdig. Auf einem dieser Gläser, das denen in einem Chemielabor ähnelt, sind 80 mm markiert. Die anderen Markierungen wurden entfernt. Das könnte noch nützlich sein. Oh, das sind alles Materialien, um vermutlich unsere Sachen zusammenzumischen. Für die Sprengung und so. Die Kanonenkugel. Hätte ich mal vermutet. Okay. Diese Kanonenkugeln haben einen Durchmesser von 55 mm. Diese Kanonenkugeln haben einen Durchmesser von 60 mm. Das entspricht eigentlich unserer Kanone. Diese Kanonenkugeln sind sehr schwer. Ich kann nur eine auf einmal nehmen. Ja, wir können uns die anderen noch anschauen. Diese Kanonenkugeln haben einen Durchmesser von 65 mm. Die ist zu groß und die nächsten werden ja noch größer. Diese Kanonenkugeln haben einen Durchmesser von 80 mm. Diese Kanonenkugeln haben einen Durchmesser von 90 mm. Diese Kanonenkugeln haben einen Durchmesser von 100 mm. Oh ja, ein Fässchen. Ein kleines Fass mit Pulver. Ach, Pulver. Ich dachte, das wäre... Ja, steht auch drauf. Ich dachte, das wäre was zu trinken. Na gut, so kann man sich irren. Wenn man Durst bekommt, ne? Dann sieht man überall was zu trinken. Also richtig Durst bekommt. Okay, auf zur Waffenkammer. Womöglich unsere letzte Runde hier, aber ich weiß es nicht genau. So, dann würde ich sagen, müssten wir zuerst das Ganze laden. Nehmen wir das. Der innere Durchmesser. Ja, das wissen wir schon. Diese Kanone ist sehr schwer, aber ich werde sie schieben können. Ich muss einen Weg finden, sie vor die Tür des Juwelenhauses der Königin zu schieben. Okay, ich habe diese Planke. Oh, 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 ein Verdacht. Wir müssen hier die Kanone wirklich bis vor die Tür schieben. Bedeutet, wir müssen hier rauf. Und dafür ist die Planke da. Können wir das Ding irgendwie auseinanderbauen? Diese Kanone ist sehr... Nein, können wir nicht. Ich bin irritiert. Was habe ich übersehen? Wir haben Pulver. Vielleicht, wenn wir sagen, wir wollen laden. Der innere Durchmesser. Nein. Der innere Durchmesser dieser Kanone. Ja, wissen wir schon. Diese Kanone ist sehr schwer, aber ich werde sie. Okay, mit dem Pulver können wir auch erstmal nichts machen. Wo könnten wir noch was finden? Räder. Wir brauchen Räder. Räder, Räder, Räder. Ja, im Buckingham Palace haben wir 3 Räder gehabt. Da war auch ein Rad ab. Wenn ihm jetzt sagen, auch das hättest du da mitnehmen müssen, dann habe ich natürlich irgendwo ein Problem. Dann werde ich das Spiel nicht mehr schaffen. Aber hier in dem ganzen Gefühl, da habe ich noch keine Räder gesehen. Jedenfalls sind mir keine aufgefallen. Ja, doch. Geschlossen. Geschlossen. Schade. Vermutung. In diesem wunderschönen Turm in der Mitte gibt es bestimmt auch etwas mit Rädern. Und ich habe es nur übersehen, weil ich da doch relativ zügig und hektisch und übereilt durchgewuselt bin.
Naja, und wenn die hier sind, dann finden wir sie in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.